Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ihr seht, die Cutter steht vor uns im Azure Paint Shop, den es neulich mal irgendwann kostenlos gab von Frontier. Ganz nette Sache. Und ja, heute möchte ich euch mal was zeigen. Gehen wir rein ins Schiff. Und zwar, wie man aktuell wahrscheinlich wieder mal am schnellsten Geld mitmachen kann. Vielen Dank dafür nochmal an Lago, der mich da auf den Trichter gebracht hat. Und das wohl die ganze Sache hier schon seit, ja, mindestens wohl so anderthalb Wochen anhält. Viele von euch wissen das, haben mich dahingehend auch schon angeschrieben. Auch vielen Dank dafür nochmal. Ja, und Folgendes trug sich zu. Und zwar hier, wen haben wir denn da oben? Das ist doch mit Sicherheit einer von euch. Bin nämlich in der EDDE-Gruppe unterwegs. Ihr seht's hier. Im System Tai Geta befinde ich mich und ins System Elektra geht's gleich. So, und zwar Folgendes. Hier im System Tai Geta gibt es nur die eine große Station, auf der ihr landen könnt. Glaube ich. Ja. Der Rest ist mit Carrion verseucht, ihr seht's. Und zwar in Titan's Daughter. Dort in der großen Station, beziehungsweise im System seitens der kontrollierenden Fraktion, The Hive, auch ein paar andere noch, gibt es schöne Frachtmissionen, die teilweise unverschämt viel Geld bringen. Ihr seht es hier, 2,8 Millionen, 1,4 Millionen, hier eine mit 13,7 Millionen. Die können bis zu, ich glaube das Höchste, was ich jetzt hatte, waren 7 oder 38 Millionen pro Auftrag hochgehen. Am Anfang natürlich noch nicht. Wenn ihr hier im System noch relativ neutral oder vielleicht freundlich eingestellt seid bei den Fraktionen, dann haben die Aufträge, ich glaube maximal, aber auch schon bis zu 10 Millionen Credits pro Lieferung. Jedenfalls geht es dann bis auf, irgendwann ist dann alles dabei, wenn ihr verbündet seid, ist da alles Mögliche von ja, 2, 3 Millionen bis zu 37 Millionen, alles Mögliche dabei. Und ihr könnt ja immer viele verschiedene Missionen annehmen. Ich habe jetzt noch ein paar angenommen schon. Einmal habe ich schon den Frachtraum gefüllt. Und wir können ja mal durchgehen. Ihr seht es hier, so 96 Tonnen, 120 Tonnen pro Mission, 180 Tonnen, 108 Tonnen. Manchmal sind es auch nur 90 Tonnen oder sowas oder mal 80 oder mal 60 Tonnen bei den geringeren Aufträgen noch. Auf jeden Fall lohnt sich das sehr. Ich habe jetzt schon alle lukrativen angenommen. Da achtet mal ein bisschen drauf, hier 27 Millionen, auch nicht schlecht, aber das ist eine Wing-Mission. Ihr seht es an dem blauen Kreis mit den drei Pünktchen. Das heißt, die am besten nicht annehmen, da macht er, naja, macht er im Vergleich zu den anderen nicht so viel gut. Hier 13,7 Millionen könnte ich noch mitnehmen, aber ganz ehrlich, dafür starte ich die Triebwerke einfach gar nicht. Das ist mir dann doch ein bisschen zu wenig im Vergleich zu allem anderen, was es hier so gibt. Ja, was ist noch positiv dran? Beziehungsweise was braucht ihr? Natürlich ein Schiff, was eine ganze Menge Frachtraum dabei habt. Wenn ihr noch relativ neu im Spiel seid oder noch kein so großes Schiff habt, fliegt hierher, wenn ihr wenigstens so um die 120 Tonnen drin habt oder Frachtraum habt. Und dann könnt ihr auch schon viele Missionen annehmen. Ihr seht, die meisten Missionen haben hier so um die 120 Tonnen, bringen dann auch schon teilweise, je nach Rangfortschritt bei der Fraktion, können die auch locker bis 25 Millionen pro Auftrag bringen. Na und je nachdem, wenn ihr da mehr Frachtraum habt, ich habe jetzt die Cutter in dem Fall so ausgestattet, ihr seht es vielleicht nicht, aber da unten steht maximal 680 Tonnen. Das heißt, wir können einige Missionen annehmen, beziehungsweise ein paar habe ich jetzt schon angenommen und wir füllen jetzt einfach mal nach den Frachtraum. Vergesst natürlich nicht, wenn ihr eine Mission angenommen habt, die Fracht davon auch mitzunehmen, sonst, ja, fliegt er einmal umsonst. Ist mir auch schon passiert. Hier noch nicht, aber an einer anderen Stelle schon. So, dann packen wir uns mal den Frachtraum voll. Es gibt nämlich eventuell noch ein bisschen mehr zu beachten. Wie viel Platz haben wir denn noch? 540 von 680, da können wir noch mal 120 Tonnen mitnehmen. Oder nee, wartet mal. Ich hatte doch eine mit 135. Das müsste doch passen, ne? Bis auf 5 Tonnen. Genau. So, gut. Jetzt haben wir den Frachtraum fast komplett voll. 675 von 680. Da müssen wir bloß noch das Zielsystem auswählen. Ich habe mir dafür natürlich schon ein Lesezeichen gesetzt in System Elektra. Und das Gute ist, es ist nur 5,23 Lichtjahre entfernt. Also die Sprungreichweite muss noch nicht mal hoch sein. Das heißt, auch die ganz dicken Schiffe mit E plus wenig Sprungreichweite, wenn sie voll beladen sind, schaffen die Entfernung so oder so. Im System Elektra geht es dann auf die Station Cavalieri. Auch die ist nicht so weit weg, nur 920 Lichtsekunden ungefähr, aber da gibt es ein bisschen was zu beachten. Wir fliegen mal hin. Denn allgemein, ich sag's nochmal fix,
Wir sind ein bisschen weiter entfernt vom Sol-System. Das sind so 400 Lichtjahre. Also das ist dann schon so ein bisschen weiter außerhalb. Und das ist dann schon eine Region, in der man, so wurde es, oder habe ich das jetzt ein paar Mal erlebt, man im Hyperraumsprung, sprich von System zu System, gerne mal von den Targoiden rausgezogen wird. Egal in welches oder von welches System man kommt und in welches man springt. Ist gerade ein bisschen Stau, ich mogel mich trotzdem mal durch, sind nämlich nur NPCs. Das passt schon. Geht schon. Genau, kann man dann bei beiden Sprüngen Pech haben, dass man von den Targoiden rausgezogen wird. Ist nicht weiter schlimm, muss man halt nochmal den Sprung danach machen, das passt schon. Das, was eventuell ein bisschen mehr nerven kann, übrigens auch eine geniale Aussicht, möchte ich nur nochmal anmerken, das ist auch hier ganz, ganz schick wieder gemacht. Da hinten noch ein Planet mit einem geilen Ringsystem und die Station. So, springen wir mal rüber ins System Elektra, denn dort werdet ihr höchstwahrscheinlich, so wie es bei mir ist, jedes Mal mindestens einmal von einem Piraten versucht rauszuziehen aus dem Supergruß. Mein Rekord war vorhin viermal hintereinander ein Abfangmanöver. Also das eine Abfangmanöver konnte ich abwehren und direkt das nächste. Und das viermal hintereinander, bis ich es dann angenommen habe. Und das waren auch vier verschiedene Schiffe. Also das war nicht immer derselbe, es waren vier verschiedene NPCs. So. Oft nur einmal oder vielleicht zweimal. Ja, müsst ihr gucken, ob ihr dann die Abfangmanöver mitmacht oder ob ihr das einfach akzeptiert und dann ja weiterspringt. So, da oben haben wir schon Q Henderson, da wird uns abfangen. Ich probiere es mal einmal, das Abfangmanöver zu gewinnen. Dann hat man in der Regel danach auch Ruhe, dass man nicht nochmal abgefangen wird. Wenn ich jetzt nämlich das Abfangmanöver akzeptiere, das heißt, er beginnt sein Abfangmanöver, ich gehe in den Nullschub, dann reißt es uns beide in den Normalraum zurück. Und wenn ich dann davon wegbooste, dann boostet er hinterher und fängt mich, also nicht 200 Lichtsekunden später, direkt wieder ab. Und deswegen versuche ich eigentlich schon immer das zu gewinnen, das Abfangmanöver. Das geht mit der Cutter ganz gut. Da sind nur NPCs, das packt man vielleicht auch noch mit dem T9 oder mit dem T10. Aber je wendiger das Schiff ist, desto leichter ist es natürlich auch, das Abfangmanöver zu gewinnen. Jetzt hat schon der zweite geschrieben, Flak. Mal gucken. Da kommt's. So, Q Henderson will uns jetzt abfangen. Jetzt rauschen wir natürlich erstmal an der Station vorbei, aber man hat danach in der Regel halt Ruhe, wenn man das gewinnt. Ich mach's jetzt mal mit. Und das ist so gerade aktuell wohl das Eldorado für ja, die kleine Gelddruckmaschine. Ihr habt es vielleicht gerade gesehen, ich habe jetzt schon knapp 1,2, 1,3 Milliarden gemacht. Ein bisschen hin und her geflogen, ein paar Aufträge, geht ganz gut. Jetzt sind wir nämlich auch schon bei über 5 Milliarden, die ich jetzt habe. Das sind 5,162. Und da steht dann bald nämlich der Kauf eines Carriers auf dem Plan. Dafür habe ich mir schon ein extra Kit besorgt bei im Frontier Store für diese ARCs. Kam irgendwie 12.000 ARCs, dass der Carrier ein bisschen besser aussieht. Das ist dann der vorne aussieht wie so ein Hammerhai mit diesem fetten Kopf, den finde ich ganz cool. Na komm, jetzt nehmen wir es mal an. Das Gute ist, ich habe hier die Schubdüsen, die sind gepimpt. Jetzt ist relativ fix unterwegs hier die Cutter. Einmal Düppel raus, gucken, was uns da verfolgt. Eine Anaconda, zweimal geboostet, dann bist du schon so weit weg, dass der sich mit deinen Waffen gar nicht mehr trifft, haust wieder ab und dann geht's weiter. Das passt. Ja, gut, da hat er uns einmal kurz erwischt, aber ich habe noch nicht mal gute Schilde drin. So ist es nicht. Also auf die Entfernung machen die auch kaum noch Schaden, wenn sie überhaupt drankommen. Ist natürlich mit noch schnelleren Schiffen noch einfacher. Mit einem T9 kann das Abhauen schon mal ein bisschen schwieriger werden. So, jetzt sollte es auch reichen, dass wir ankommen. Ohne dass uns noch hoffentlich noch mal einer rauszieht. Müsste klappen. Ja, genau. Und eine Lackierung für den Carrier, den ich mir dann, oder uns kaufe, habe ich auch schon. Und zwar so eine Eisweiß, also dass der schön weiß wird. Genau. Also wer Geld braucht, fliegt hierher, macht die Handelsmission. Nehmt am Anfang auch ruhig welche an.
die vielleicht nur wenig Geld bringen und dafür aber auch nur wenig Tonnen hin und her geschippert werden müssen. Die gibt es manchmal auch. Manchmal gibt es nämlich, wenn du dann zurückfliegst wieder nach Taigeta, dann gibt es immer mal Folgemissionen. Und das sind dann manchmal nur 2, maximal 3 Tonnen. Die bringen dann auch zwar nur 1 Million, aber dann könnt ihr manchmal auch, es gibt ja dann die Option, manchmal nicht das Geld zu nehmen, sondern auch mal Waren oder manchmal auch besonders viel Ruf und Einfluss. Dann könnt ihr auch die nehmen, damit ihr erstmal schnell den Ruf für die Fraktion hochbekommt. Und ich habe keine Landerlaubnis bekommen, warum nicht? Jetzt. Und um dann halt dadurch schneller die guten Missionen zu erhalten. So. Mein Lieblingslandeplatz 24, ihr wisst warum. Und können wir erstmal dann bald einen Carrier kaufen. Ein bisschen möchte ich noch sammeln. Die Grundausstattung, die müsste jetzt schon fast drin sein mit den 5 Milliarden, die ich habe. Wo ist sie denn hier rechts unten irgendwo? Da. Halt, gar kein Licht an. Genau. Und wer Namensvorschläge hat. Ich habe ja immer keine, ich bin bei Namensgebung immer ganz, ganz schlecht. Die Cutter heißt zum Beispiel auch Imperial Cutter. Ich könnte es auch Cutterfeld nennen, haha. Lass ich aber. Aber wer eine Idee hat für einen schönen Carrier-Namen, bitte in die Kommentare. Und ihr habt immer gute Namensvorschläge. Bitte nichts Albernes oder Alpernes, sondern was Normales, was Passendes irgendwie. Was zum Spiel passt, was Weltraum, Sci-Fi, irgendwas in der Richtung. Die Event Horizon hatte ich neulich gelesen. Danach hat jemand seinen Carrier benannt. Finde ich auch total geil. Aber den gibt es schon, das hatte ich schon gelesen. Gibt wahrscheinlich alles Coole, ist schon irgendwie vorhanden. Ja. Naja, euch wird schon was Gutes einfallen. Ich überlege auch, aber mir fällt mit Sicherheit nichts ein. So, da gab es jetzt 21 Millionen für. Dann geben wir die anderen ab. Ihr könnt halt auch schon mehr Missionen annehmen. Also so ist es nicht. Wenn da gute Missionen auftauchen im Board, dann nehmt ihr die an. Und die könnt ihr auch irgendwann dann später abliefern. Die halten ja aber 24 Stunden lang die Mission. Von daher könnt ihr erstmal eine ganze Menge annehmen. Da ist noch einer. Und eine müsste es dann noch sein. Und dann später irgendwann abliefern. So. Na, hier zum Beispiel gäbe es viel Ruf oder noch ein bisschen Einfluss. Dafür 3 Millionen weniger. Ich nehme jetzt mal die Kohle. Und eine müssten wir doch noch. Da waren noch 120 Millionen, genau. Ja, da sind es jetzt schon mal knapp 100 Millionen mehr. Ihr seht, das kann relativ zügig gehen. Jetzt bin ich auch bei der letzten hier auf Verbündet. Super, das war's. Hier nehmen wir nichts an. Ihr könnt natürlich vielleicht auch dann noch so ein bisschen was anderes hin und her traden. Ich glaube, das macht keiner. Sondern dreht das Schiff, fliegt raus, springt zurück ins nächste oder ins System. Taigeta wieder nimmt die nächsten Missionen an und dann geht es immer hin und her. Manchmal muss man natürlich ein bisschen warten. Wenn ihr das jetzt 2-3 Mal hintereinander gemacht habt, kann es sein, dass man erstmal ein bisschen warten muss, bis wieder gute Missionen auftauchen. Das ist dann immer durch Zufall, aber alle 10 Minuten ungefähr, 10, 15 Minuten, ich glaube 10 Minuten, aktualisiert sich das Missionsboard und dann könnt ihr wieder neue Missionen annehmen und da sind immer wieder gute dabei. Auch relativ häufig, so 35 Millionen, 37, 38 Millionen. Aber ich sag mal so, ab 15 Millionen fange ich langsam an, aufs Gaspedal zu treten. Und heb mit der Kiste ab. Vorher mache ich es nicht. Nee, das ist dann natürlich einfach, wenn es so viele gute Missionen gibt, nimmt man nur die an, die besonders viel bringen. Ist dann halt einfach so. Aber es ist eine gute Möglichkeit, auch für Leute, wie gesagt, die noch nicht so lange im Spiel sind, die schon so ein paar schöne kleinere Transporter vielleicht haben, vielleicht den T7-Transporter schon. Damit lässt sich sehr gut handeln. Der hat auch ein paar schöne Tonnen dabei, ich glaube über 250 Tonnen, 300 Tonnen. Weiß gar nicht mehr, wie viel der T7 maximal schluckt an Fracht, aber auch schon einiges. Und auch damit lässt sich schon gut handeln, oder auch eine Python oder sowas. Alles gute Schiffe. Die größeren dann sowieso, da kriegst du überall einen Haufen Tonnen rein. Und damit lässt sich schönes Geld sammeln. Ja, gerade die großen Schiffe oder so ein Carrier, ihr wisst, die kosten einen Haufen Geld. Und aktuell, gerade Frontier hatte ja neulich mal in einem Beitrag mitgeteilt, dass die Anpassung der Credits dann auch stattfinden soll. Also nicht, Verzeihung, nicht die Anpassung der Credits, das ist Käse, sondern die Balance, wie man Credits verdient, wird angepasst. Ich vermute mal, dass die Quellen, aus denen man aktuell
gutes Geld ziehen kann, wahrscheinlich nicht großartig abgeschwächt werden, sondern bloß andere, bei denen man aktuell nicht so viel bekommen kann, ein bisschen angehoben werden. Das ist meine Vermutung, ob das stimmt, keine Ahnung. Ich habe da auch nicht mehr Infos. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Deswegen nehmt das ruhig mit, solange das geht. Verdient euch eine goldene Nase oder ein goldenes Schiff, was weiß ich. Hier einen goldenen Steuerknüppel. Ja. Seit gestern dann noch das neue Community-Event, und zwar ein Erkundungs-Community-Event, in dem man wohl hauptsächlich Ammoniak-Welten kartografieren soll. So eins gab es noch nie. Erkundungsevent schon, dass du dann einfach die Scans abgibst. Aber, also die groben Scans war das damals. Aber jetzt ein mit Detail bzw. Mapping, also Kartografieren von Ammoniak-Welten, habe ich so noch nie gesehen. Komplett neu. Habe auch keinen Bock daran teilzunehmen, weil ich jetzt hier erstmal noch ein bisschen Geld scheffeln möchte. Und was auch cool ist, wenn ich mir dann doch einen Carrier kaufe, wobei ich noch wirklich nicht weiß, was ich damit anstellen möchte. Aber den können wir dann zusammen mal irgendwann nutzen, mit Sicherheit. So, ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu schnell. Oh, wieder Landeplatz 24. Komm, bremst mal noch ein bisschen ab. Bremst mal noch ein bisschen ab. Ich hoffe, uns kommt keiner entgegen. Oh, geile Landung. Jetzt bin ich aber viel zu weit. Macht nichts. Hauptsache nichts berührt. Ja. So. Fliegen wir zurück. Schulterblick. Genau, also Shipkit für den Carrier ist da. Und auch die Lackierung habe ich schon besorgt. Irgendwie 11 Euro oder so habe ich dafür ausgegeben. Das war es mir wert. Lange kein Geld für Spiel ausgegeben. Haben sie wieder ein bisschen was und naja, können sie nochmal an ihrem am Spiel nochmal ein bisschen rumwerkeln. Hoffentlich kommt was Gutes bei Odyssey bei raus. Das Jahr ist bald rum, das Addon soll Anfang 21 kommen. Ich gehe von mindestens einer Verspätung aus. Ich rechne fast damit, dass es vor dem Sommer wahrscheinlich nichts wird. Mal schauen. Ja, und jetzt geht das immer so weiter. Wir hatten jetzt Glück, wir wurden nicht von den Targuinen im Hyperraumsprung abgefangen. Ja. Ihr könntet jetzt natürlich, wenn ihr zurück seid, die nächsten Missionen annehmen, die noch offen sind. Das sind alles die, die ich schon angenommen habe, die ich jetzt nur einladen müsste. Oder ihr guckt dann erstmal runter. Da kommen erstmal danach die Folgemissionen. Ne? Das sind die kleinen, die ich meinte. Das sind mal hier, gut, in dem Fall wären es mal irgendwie 21 Einheiten. Manchmal sind es aber nur zwei oder so, oder drei. Ne, hier, drei Einheiten, zwei Einheiten, so um drei Einheiten. Die 21 Einheiten Kobalt, das wäre die Belohnung, die man nehmen könnte. Und das sind die kleinen, mit denen man dann manchmal den Einfluss oder den Ruf besonders erhöhen kann. Kann man mitnehmen, wenn das nur zwei, drei Einheiten sind, wenn eh noch irgendwie so 12 Plätze Fracht frei sind. Warum nicht? Und dann weiter unten. Wir können natürlich auch auf Transport gehen, da werden uns nur die angezeigt. Gibt es dann die neuen. Hier einen für 18 Millionen, kann ich schon mal annehmen. Könnte ich auch sagen, ja komm, lass mal auffüllen, nehme ich direkt mal mit. Oder was haben wir noch? 2 Millionen, 27 Millionen, allerdings wieder eine Wing-Mission. Dann haben wir hier nichts Besonderes. 72 Einheiten, 8 Millionen, nö. Hier, 7, da guck mal, da, 2, 37 Millionen. Das ist doch der Hammer. Packen wir uns direkt mal voll. Zack, was waren da noch? 27 Millionen, auch die nehmen wir sofort mit. Zack. Und was hatten wir denn noch? Hier nochmal was? Nö. Aber wir hatten ja noch ein paar offen, ne? 120, nehmen wir die noch mit. Ja, 5 Milliarden, das müsste schon reichen für einen Carrier. Für die Grundausstattung. Vielleicht passt auch noch ein kleines anderes Modul rein, aber für mehr dann auch nicht. So, ich weiß jetzt nicht, wie viel Platz habe ich denn noch? Reicht das nochmal? Ne, 80 Tonnen habe ich nur noch. 96 Tonnen. Ich könnte jetzt halt schon was mitnehmen und beim nächsten Mal den Rest abgeben. Das mache ich jetzt auch. So, passt. So, komm, machen wir nochmal eine Runde. Fliegen wir nochmal rüber. Vielleicht fangen es ja die Targuinen nochmal ab. Und dann wollte ich noch gern nach was anderem schauen. Da geht's hin. Mal was gucken.
machen wir gleich, wenn wir unterwegs sind. Da sind einige Commander unterwegs, alleine vier andere hier in der Station. Wen haben wir denn da? Das ist eine Karte. Ah, Jesse, wusste ich doch, der ist hier auch schon wieder eine Weile unterwegs. Mirael Men? Und einer der anderen Cutter müsste noch einer von euch sein. Oh, Glück gehabt. Da können wir gerade noch rüberspringen. Ich habe nämlich schon mal ein paar Systeme rausgesucht, wo man dann einen Carrier kaufen könnte. Aber ich weiß nicht, wie weit die von hier weg sind. Alcor. Ach so, das sind dann immer. Ach so, das sind die Distanzen von Sol aus gesehen, sehe ich jetzt hier. Okay, da wir eben ein bisschen weiter draußen sind. Mal gucken. In Colonia. Nee, das ist ein bisschen weit. Das ist ein bisschen weit. Sonst hätte ich gesagt, lasst uns nochmal so eine Schiffswerft vom Carrier angucken. Ja, dann können wir das auch beim nächsten Mal machen. Dann warte ich erstmal auf die Namensvorschläge ab, sammle noch ein bisschen Geld und dann kann ich das Ding kaufen. Dann haben wir dann direkt noch einen schönen Namen zu. Und dann passt's. Ah, Lapsa. Da kommt schon wieder einer, der uns an den Kragen möchte. Vic E. Hier. Jetzt kann ich da gerade nicht ins Kommenü hoch. Der andere Pirat, der noch geschrieben hat, hatte, den sehe ich fast jedes Mal, wenn ich hier reinspringe. Nein. Oh, hat es doch fast. Jo, super. Jetzt kommt gleich der nächste wahrscheinlich an. Da nur eins an. So, alle beide. Oh. Und adios. Schon wieder viel zu weit weg, dass der hier noch irgendwas trifft. Auf 4-5 Kilometer schon gar nicht. Aber diesen Vic E, der uns hier gerade mit der Conda rausgezogen hat, den sehe ich fast jedes Mal. Der schreibt jedes Mal. Da wird auch gleich wieder irgendwas schreiben. Gleich nochmal. Das war nicht das letzte Mal. Aber es ist interessant, dass die auch über mehrere Sitzungen, also das ist jetzt nicht, seitdem ich eingeloggt bin, sondern ich war seitdem schon ein paar Mal eingeloggt und den lese ich häufig. Also der Pirat scheint hier zumindest relativ konstant unterwegs zu sein. Ist halt ein NPC. Da dachte ich eigentlich auch immer, dass die komplett wechseln, wenn man wieder neu einloggt oder so, aber der scheint hier erhalten zu bleiben, wenn man nicht jemand wegballert. Ich könnte mir natürlich meine Korvette mal herschippern lassen und die ganzen Piraten mal abknallen, aber ich glaube, auch das würde nicht auf Dauer Abhilfe schaffen, dass die dann hier mal für eine Stunde oder so weg wären, sondern dann kommen einfach die nächsten gespawnt oder so. Von daher. Ja, ich würde jetzt glaube ich so nochmal so 6 Milliarden oder so machen. Also nicht noch 6 Milliarden, um Gottes Willen. So auf 6 Milliarden hochgehen, dann mal mir einen Carrier angucken. Denn das ist dann auch so eine ganz geile Sache. Für mich jedenfalls, auch wenn das vielleicht nicht gleich nachvollziehbar oder logisch erscheint. Logisch erscheint es mit Sicherheit nicht. Vielleicht eher nachvollziehbar. Wenn ich dann wieder deutlich weniger Kohle zur Verfügung habe, was mir dann auch wieder einen Anreiz gibt, auch wieder Geld verdienen zu wollen. Weil bisher bin ich halt dann ja mit den 4 Milliarden oder so, die ich jetzt ewig auf der hohen Kante hatte, rumgestümpelt und wusste immer nicht. Also das war zu zeitig. 24? Ja! Was ich mit der Kohle machen soll. Gut, noch ein Schiff ausstatten. Natürlich für alle Gegebenheiten könnte man sich sämtliche Schiffe ausstatten. Aber, ja, weiß ich nicht. Irgendwie hatte ich immer keinen Anreiz zu. Und wenn dann jetzt das Geld deutlich weniger wird, erstmal durch den Kauf des Carriers. Ja,
kann man dann doch wieder ein bisschen was machen. Kann man dann trotzdem mal sagen, okay, komm, dann bevor ich hier Tritium kaufe, um die Kiste aufzutanken, kann ich auch mal abbauen, obwohl das ergiebig gleich null ist. Da könnte ich hier lieber eine Stunde hin und her fliegen und die Mission machen dafür, weiß ich nicht, 200, 300 Millionen an Missionsgeld machen innerhalb einer Stunde und damit den Carrier einmal komplett voll tanken mit Tritium. Gut, ich müsste es dann auch hin und her schippern. Kostet ja irgendwie 40.000 die Tonne. Aber wäre dann deutlich ergiebiger. So, dann geben wir mal noch ein bisschen was ab. 271 Millionen, na komm. Raus mit euch. Zack. 27. Sehr gut. Ja. Ah ja, die, hier die Hälfte, die 96 erstmal rein. Den Rest machen wir später. Da noch die beiden. 18 Mille, her damit. Der noch und das war's dann, glaube ich. Ja, ja, 37 nochmal. Cool. Frachtraum dürfte leer sein. Jo. Sind es jetzt 5,368 Milliarden? Sehr gut. Da gucken wir doch mal. Was ist denn am weitesten weg entfernt von Sol? Das hier vielleicht. Moment. Haha, nee, das ist. Scheißdreck. Das ist die andere Richtung. Was haben wir noch? Kacken-Bhutan? Nee, auch nicht. Das sind jetzt mit Sicherheit nicht alle Stationen oder alle Systeme, die ich habe. 400 Lichtjahre, ich will es keine. Nee, auch nicht. Namnetis. Ah, das geht in die richtige Richtung. Das sieht doch gut aus. 335 Lichtjahre. Kann man denn irgendwie bei eddb.io nach Carrier schauen? Stations? Gibt es mit Sicherheit, dass man irgendwo gucken kann, wo man Carrier kaufen kann. Aber mich damit noch nicht so auseinandergesetzt. Deswegen schauen wir gerade nebenbei. Entschuldigt die kurze Wartezeit. Wenn nicht, wie viele? Achso, ich habe gerade den. Das ist ein bisschen schade. Ich habe gerade meinen FSA, meinen Guardian FSA Booster nicht drin, der die Kiste auf 44 Lichtjahre hieven würde. Ja, nochmal 10 Lichtjahre mehr und dadurch einige Sprünge weniger. Aber der Lager drüben in Taigeta. Ich hätte es mir gerne jetzt mal angeschaut. Na gut, dann machen wir das anders. Ich fliege wieder zurück, mache noch ein paar Runden. Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch mal überlegen, wie wir die Kiste dann nennen. Da sind. Ja. Und dann lasse ich mir einfach ein Schiff kommen, welches eine hohe Sprungreichweite hat. Eines meiner Explorer-Schiffe. Ich glaube, die ASP müsste irgendwo in der Nähe rumstehen. Und die ist dann auch relativ zügig mal in einem System, dass wir uns das dann in der nächsten Folge mal anschauen können. Also einen Carrier kaufen. Runter mit dir. Achtung, Vorsicht. Entschuldigung. Muss da mal durch. Ja. So ist der Plan. Für die nächsten Tage, Wochen. Gut, ich mach weiter. Dann war's das von mir. Viel Spaß beim Geld verdienen, beim Liefermissionen fliegen. Und könnt mir gerne Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Oder auch so noch Tipps, wenn es irgendwo gerade was Schönes gibt, wo man noch was machen kann. Oder vielleicht Tipps für andere, die neu dabei sind, wo man gutes Geld bekommt. Ja, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Restwochenende und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.